Der Weg des Meisters und die Weisheit des Mystikers. Das ist der Titel, unter dem Mark Oswald und ich ein Gespräch führen, einen schöpferischen Dialog, bei dem es darum geht, das herauszuholen, das herauszudestillieren, was das Leben von uns fordert. Und was fordert das Leben von uns? Es fordert von uns in der dem Leben eigenen Liebe. Fordert dieses Leben von uns Meisterschaft. Wir sollen Meister darin werden, vollkommen entspannt, glücklich, dankbar für dieses Geschenk des Lebens, ein grandioses Kunstwerk aus unserem Leben zu formen. Und dieses Formen, das macht jeder Mensch für sich selber. Und das Wunderbare ist, alle diese Formen sind in uns angelegt. Und daher spreche ich in diesem Kurs mit dem Mark Oswald eindeutig über das, was die alten Mystiker das San Kalpa nannten, das Geschenk des Herzens, das wir mitbekommen haben. Und ich spreche über die Fähigkeiten und Talente, die wir ebenfalls mitbekommen haben und die die alten Weisen Meriten nannten, die Geschenke des Lebens, die wir alle in einer großen Fülle mitbekommen haben und die es gilt zu erkennen, zu heben und zu nützen. Und in all dem gilt es auch, dem eigenen Ton zu lauschen, sich selbst treu zu bleiben und gleichzeitig einen guten Blick zu haben auf die Konzertierung des Lebens. All das, auf die Herausforderungen, auf die Hindernisse, auf die Schönheiten, auf das dunkle Tal, auch auf die Nacht der Seele, blicken wir in diesem wunderbaren Gespräch, das dich ermuntert und das dich befähigen wird, deinen ureigenen Weg, deiner eigenen Meisterschaft zu gehen. Und ich weiß, Meisterschaft ist immer der Zenit und Meisterschaft ist immer das, was es, wie ich eben sagte, bereits zu erreichen gilt. Zu erreichen gilt. Damit du das erreichst und damit es in Schönheit, in Leichtigkeit und in Freude geschieht, ist dieser Kurs gedacht. Ich wünsche dir das Allerbeste und ich begegne dir von Meister zu Meister durch in allererster Linie. Von Herz zu Herz und von Mensch zu Mensch, dir verbunden, Karl Gamper.